Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute 5 Lifehacks, die euer Leben vereinfachen werden sollten, können, was weiß ich. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, jeder kennt's. Die Hosentür ist offen und der Reißverschluss geht immer wieder runter. Dafür gibt es einen einfachen Trick, nämlich braucht ihr hier so einen Schlüsselring. Ja, den hakt ihr dann hier bei dem Reißverschluss ein. Das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich das hier beim Reißverschluss. Dann macht ihr einfach ganz normal eure Hose zu. Tut das hier jetzt über dem Knopf hier. Also über den Knopf, wo ihr das zumacht. So hier drüber. Und dann einfach die Hosentür zu. Ja, und somit dürfte das auch nicht mehr aufgehen. Wie ihr seht, geht gar nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, wir kommen schon zum zweiten Lifehack. Wer kennt es nicht? Man muss eine Flasche auswaschen und man wartet Ewigkeiten, bis das Wasser rauskommt. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Nämlich nehmt ihr die Flasche so, macht einen Strudel und dann ist die Flasche doppelt so schnell leer als wie sonst. Ja, weiter geht's. Kennt ihr das? Ihr wisst nicht mehr, ob eure Fernbedienung funktioniert. Ja. Dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich, vielleicht habt ihr es jetzt eh schon gesehen, ja, nämlich braucht ihr ein Handy, tut da die Kamera hinein und dann schaut ihr so von unten. Und wenn das kommt, dann funktioniert die Fernbedienung einwandfrei. Ja, ich würde sagen, wir kommen schon zum nächsten Lifehack. Ich habe bei einem russischen YouTuber gesehen, dass man sein Handy mit Zahnpasta von den ganzen Schmieren und alles befreien kann. Das probieren wir jetzt mal aus. So, schön ein bisschen Zahnpasta hier drauf. So. Dann mal gut einreiben. So, jetzt nehme ich mir hier so ein anderes, mache das mit Wasser voll. Also ein bisschen halt nur, dass es so ein bisschen feucht ist. Dann zum Schluss nochmal mit einem Handtuch drüber gehen. Es funktioniert wirklich. Also ich sehe da keine Schmieren mehr, jedoch. Ja. Nee, oder? Nee, gar nicht. Okay. Die Schmieren kann man so beseitigen, ja. Jetzt kommen wir schon zum 5. So, jeder kennt es, jeder hasst es. Ein kalkiger Wasserkocher. Hier, so sieht man das nochmal besser. Es gibt den Lifehack von Slivky Show, wo da der Essig reingekriegt, aber man kann es auch mit Zitronensäure machen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ja, dazu füllen wir einfach ein bisschen Wasser hinein. Dann haben wir jetzt hier die Zitronensäure. Dann nehmt ihr euch jetzt hier das Messer. Ja, nur zur Info, diese OTF, diese vorne herausspringenden Messer, sind bei uns in Österreich legal. Und wer es mir nicht glaubt, der kann gerne mal nachlesen. Das ist aber ganz schön stumpf. Reiß ich das ja schneller mit der Hand auf, ja. So. Wie gesagt, wer es mir nicht glaubt, dass die bei uns in Österreich legal sind, der kann gerne sich selber überzeugen und im Internet nachlesen. Aber das muss legal sein, weil ich es in Österreich erworben habe, ja. Ist ja auch wurscht, ja. Dann steckt man das hier ein, ja. Dann kippt ihr einfach so ein bisschen, also nicht viel. So. Bisschen Zitronensäure hinein. Gut mischen. So. Dann ist das auch komplett vermischt. Jetzt schalten wir den Wasserkocher ein. Und ja. Ja, Leute, das Wasser kocht jetzt fast. Wasser kocht. Ja. So. So, jetzt gießen wir alles schon ab. Und oh mein Gott, ja, bei Gotti. Das hat sehr viel gebracht, wie ihr seht. Die Kamera wird geschlagen. Aber wie ihr seht, kein Kalk mehr, nichts mehr, alles sauber. Ja. Den Lifehack habe ich so ein bisschen vor das Licht geschaut, aber er hat es halt mit Essig gemacht. Ja. Ich würde es.
Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ja, hier sind jetzt noch drei andere coole Videos, die ihr euch anschauen könnt. Hier könnt ihr abonnieren und ja, ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao mit V.